Was hab ich mir nur dabei gedacht, Leute? Willkommen wieder zurück zu Crash Bandicoot und meine Güte, dieses Spiel ist wirklich saumäßig schwer, zumindest für mich, aber da bin ich ja nicht der Einzige. Also die meisten von euch teilen meine Meinung, da haben alle in die Kommentare geschrieben, ja, es ist wirklich so, Crash 1 ist der schwerste Teil, 2 und 3 sind dann nicht mehr ganz so knackig schwer, aber was nützt mir das alles, wenn ich erstmal den ersten Teil durchspielen will? Und ich muss das irgendwie hinkriegen, weil im letzten Part, da ging eigentlich so ziemlich alles in die Hose. Also der Kampf gegen Ripper Roo hat ziemlich lang gedauert, weil ich da zweimal alle meine Leben verloren habe. Der Kampf war einfach nur mega scheiße. Und der Lost City war auch mega scheiße, weil ich da auch wieder alle meine Leben verloren habe. Also irgendwas ist hier nicht ganz in Ordnung. Vielleicht, ich weiß ja nicht, wenn Crash dafür zu blöd ist, wie wäre es ausnahmsweise mal mit seiner Schwester? Ich habe bis jetzt eh noch nie als Coco gespielt und ich weiß dank euch, dass das auch damals gar nicht möglich war, aber auf der PS1-Version, im Original, war im ersten Teil Coco gar nicht spielbar. Das haben sie jetzt für das Remake extra nochmal neu hinzugefügt, dass Coco hier spielbar ist im ersten Teil. Und da haben wir gedacht, ja, man soll doch mal die kleine Schwester die Drecksarbeit machen. Vielleicht ist sie ja etwas erfolgreicher. Obwohl, die müsste eigentlich genau, wirklich haargenau dasselbe können wie Crash. Aber egal, ich meine, da haben wir gedacht, hey, bis jetzt habe ich sie noch nicht benutzt, also warum denn nicht einfach mal jetzt für The Lost City? Let's go! Ich finde ja auch diesen Ladebildschirmhinweis so lächerlich. Zerbrich alle Kisten in einem Level, ohne zu sterben, um einen besonderen Edelstein zu erhalten. Ich meine, hallo? Wer soll denn das bitte schaffen? Das geht doch gar nicht. Der Ugabuga, jetzt habe ich hier gleich mal einen Akku bekommen. Sie hat gesagt, ich kann hier irgendwie drüber springen? Irgendwie so um, aber so um die Ecke springen? Wie soll denn das gehen? Also, tatsächlich so. Okay, gut. Das wusste ich ja nicht. So, extra Leben bekommen und die Kiste hier. Warte mal, die zählt aber auch dazu, ne? So. In dem Level gibt es fucking 82 Kisten. Das ist schon ziemlich viel. Aber ihr habt ja geschrieben, es gibt später noch Level, da gibt es auch über 100 Kisten. Hohoho. Vor allem auch im zweiten, dritten Teil. Da gibt es dann Level, die haben wirklich weit über 100 Kisten. Da sind so Level mit so, die 30, 40 ist dann auch lächerlich wenig. So, und jetzt bitte wieder, ups, Vorsicht, ups. Okay, das ging schon mal. Also, was habe ich mir bloß dabei gedacht? Ich glaube, ich bin dieses Spiel auch einfach viel zu unvorbereitet angegangen. Das ist kein Jump'n'Run, wo du einfach durchrushen kannst. Das muss man vorsichtiger spielen. Also, Crash zumindest, muss man, das ist einfach so. Man muss die Level vorsichtiger spielen, weil sonst, man sieht ja, was sonst passiert, dann fällt man in den Tod. Diese dämlichen Echsen hier und diese Chamäleons sind ja auch nicht gerade nett und au. Hier gibt es gleich mal richtig viele Exolinen, die brauche ich auch. Ding, ding. Und hier nochmal so. Wow, wow. Alles klar. Sonst noch irgendwas? Aber erstmal bitte, wie soll ich jemals, ja, mit meinem nicht vorhandenen Skill, wie soll ich da jemals einen Level schaffen, ohne ein einziges Mal zu sterben und dann auch noch alle Kisten zu zerbrennen, dass ich da so einen Special Edelstein bekomme? Ich meine, wie? Wie? Ja, scheiß Fledermaus, jetzt ist mein Akku wieder weg. Geht euch mal ficken! So, Gesichtstoken und apropos, das ist jetzt laut euren Kommentaren tatsächlich die Freundin von Crash. Und die heißt Torna. Das ist wirklich seine Freundin. Das Komische ist, ihr habt gesagt, die kommt in keinem anderen Crash-Spiel jemals mehr wieder vor. Was soll denn das dann überhaupt? Die kommt in keinem weiteren Crash mehr vor? Sehr komisch. So, Checkpoint. Finde ich etwas seltsam. Die kommt nur im ersten Teil von dann nie mehr wieder. Naja, vielleicht haben sie sich getrennt. Ich habe keine Ahnung. So. Seht ihr, da oben ist er wieder, das ist, der heißt, glaube ich, Dr. Embryo, so ganz komisch. Das ist der Assistent von Dr. Cortex. Und ja, wie gesagt, der Cortex ist ein Teil der Großhirnrinde, glaube ich, habt ihr jetzt gesagt, ne? So, das ist schon ein bisschen eklig, soll aber auch halt eine Anspielung darauf sein, dass Dr. Cortex halt ziemlich intelligent ist. Aber irgendwie auch ein Schussel. Und,
sehr leicht reizbar. Also da sind wir uns schon wieder ähnlich bezüglich der Reizbarkeit jedenfalls. Ich meine, mit Intelligenz bin ich jetzt nicht gerade so krass gesegnet, aber... Also ja, stimmt ja, ich wollte dieses eine Leben... Das ist ein bisschen... Irgendwie... Ich weiß auch nicht. Das ist ein bisschen komisch. Genau in dem Moment, wo hier die Plattform kommt... Nein! Nein! Ich will das haben, das Leben. Ich brauch die extra Leben. Ich hab nicht so viele. Oh, na also, geht doch. 10 extra Leben, aber das muss nichts bedeuten. Ich habe letztens auch alle verloren. Die eine Stelle mit diesem Chamäleon war so richtig nervig. Aber das war jetzt auch nicht so eins, das war ein anderes. Das war so ein maximal pigmentiertes Chamäleon war das. Das war ja auch auf so einer richtigen dämlichen Stelle. Ich meine, ich wollte das... zweites Token... Ich wollte das noch wegwirbeln, aber irgendwie ging das gar nicht. Und dadurch bin ich dann in den Abgrund gefallen. Und natürlich, genau so ein Vieh. So ein Vieh. Ich glaube, ich habe da geschrieben, weil die ein Horn haben vorne auf der Nase, kann ich in die nicht richtig reinwirbeln. Das heißt, ich muss eigentlich auf die drauf springen oder über sie drüber springen und dann von hinten reinwirbeln. Also, seht ihr? Seht ihr? Oh! Achso, stimmt, ich hatte keinen... Habe keinen Akku mehr gehabt, du Scheißvieh! So, weiter, Vorsicht! Ja, kommt davon! Arschgeburt! So, wie komme ich... Wie komme ich zum Beispiel... Ich glaube, das war schon wieder mein Fehler. Ich hätte dieses Vieh als Trampolin benutzen müssen, aber ist mir egal. Ist mir jetzt auch egal, komm. Ich will einfach nur den Level mal schaffen, komm. Wie gesagt, wenn Crash dafür zu dämlich ist, dann muss es halt seine intelligente Schwester schaffen. Sie haben sie ja ganz... Haben sie ja ganz hübsch designt, die kleine Coco. Und die andere, wie gesagt, das soll halt wirklich seine... Das soll wirklich seine Freundin sein. Deswegen schnappt sich Cortex immer. Das ist ja voll der fiese, sagt, ne, einfach mal richtig schön Freundinnen für extra Leben. So, und ja, ich weiß natürlich... Das habe ich mir aber schon von Anfang an selber gedacht. Zwar in dem einen... Wasserfall-Level so blöd, wo ich nicht wusste, wie ich an Kisten rankomme. Diese Ausrufezeichen-Kisten da sind Schalter. Und das war gerade dämlich, ich bin abgerutscht. Ja, so viel dazu, wenn man so einen scheiß Schalter drücken will. Mann, du Scheißenvieh, du. Hey, seht euch das an, wie weit man da weggebounced wird. Das war richtig übel. Also da kann man nur drauf springen auf dieses Vieh. Das geht gar nicht anders. Ja... Das Blöde ist nur, ich sehe irgendwie nie, was diese Schalter machen. Ich sehe das nie. Ich kann das gar nicht zuordnen, was die bewirken. Ich hätte jetzt nicht gesehen, was diese Kiste, was diese Schalterkiste da überhaupt gerade gemacht hat. Sie hat nur dafür gesorgt, dass ich sterbe. Also was sollte der Scheiß? Wozu soll ich das überhaupt dann aktivieren? Das bringt mir ja nichts. Wenn ich nicht mal sehe, was die macht. Keine Ahnung, wahrscheinlich kommt man dann irgendwie an Kisten ran, an die man sonst nicht ran kann. Aber wie gesagt, ich schaffe eh kaum eine Level mit allen Kisten. Ist mir einfach zu schwer, manchmal finde ich die auch gar nicht und manchmal geht's auch noch gar nicht, weil man sowieso erst später mit weiteren Edelsteinen das machen kann. Also scheiß jetzt auf diese komische Kiste da unten, ich weiß eh nicht, was die macht. Ich habe keine Ahnung, was die jetzt hätte bewirken sollen, vielleicht hier ganz oben irgendwas, aber wahrscheinlich hier... Hier drüben, ne, jawohl, das ist ja eigentlich für... Vielleicht da hinten, seht ihr da? Hier hinten sind Kisten. Hier komme ich aber... Doch, hier käme ich hin. Egal, Checkpoints. So, hier, diese Scheißvieh. Ja, man, das ficken, ey, was... Ich hab das nur berührt und sterbe. Geh die mal ficken. So. Hier hinten? Ja, also wahrscheinlich werden jetzt durch die... Ja, okay. Durch die Schalterkiste, wenn die Kisten da jetzt benutzbar geworden, aber das ist mir jetzt so scheißegal. Das Ding ist auch ein bisschen kacke. So, noch ein Leben. So. Hier, was machst du da drüben, du komisches Drecksvieh? Mich töten. Fick dich. Ja, das... So, wird brutal ignoriert. Einfach drüber springen. So. Und jetzt? Ja, hallo, ich wollte wirbeln. Die kann man nicht doch wirbeln töten, diese Missgeburten. Die kann man... Arschgeburt. Die kann man so nicht töten. Ist unfassbar. So. Und fick der Fotz.
Ich muss wirklich auf dieses Vieh, ich muss da drauf springen, Leute. Die Fledermäuse sind auch nervig. Sag mal, ist da hinten was? Da hinten ist doch was. Ah ne, das ist nur ein Vogel. Sieht so komisch aus auf der Säule. Da ist ein kleiner Vogel drauf. Ja, Alter, wie oft kommen hier Fledermäuse vorbei, hä? Glaub nicht normal. Nein, du dumme Sau! Du bist auch nicht viel besser als dein Bruder. Wieso sterbe ich eigentlich jedes Mal vor seinem scheiß Checkpoint? Das Spiel ist scheiße. Die Schwungphysik ist einmal voll für den Arsch. Ah, stirb hier. Was ist das? Die Plattformen gehen viel zu schnell wieder in den Boden rein. Hier, seht euch das an. Nein. Nein. Hey, wie soll ich denn das machen? Du Scheiße. Ja, jetzt kriege ich einen Akku natürlich. Weil ich so oft gestorben bin. Jetzt hätte mir gleich einen geben können, du blöde Sau. Was soll denn das? So, Alter, fick dir mal hier. Diese Scheißechsen. Das ist so dumm, die kommen auch immer genau dann, wenn ich da springen will. Seht ihr, jetzt sind die Plattform draußen, jetzt kommen die Fledermäuse. Plattform draußen, Fledermäuse kommen. Scheißbehindertes Drecksviech. So, Checkpoint. Meine Fresse, geht euch mal alle ficken. Und du ganz besonders. Sag mal. Hör auf, mich da runter zu schubsen. Lass das. Du sollst das nicht machen. Ja, ich sterbe hier schon wieder 100 Millionen Mal. Wieso? Wie komme ich hier vor... Alter. So. Jetzt kriege ich ja nochmal Leben. Sehr nett. So. Sehr blöden... Scheißviecher. So, wo war jetzt nochmal... Die Stelle, wo ich da zuletzt komplett gestorben bin, die kommt jetzt gleich. Die kommt gleich. Ja, danke. Wieso verliert man in diesem Scheißspiel auch seinen Akku immer so schnell? Und ist schon wieder abgerutscht. Rutsch nicht immer ab. Ich möchte noch mal einen Checkpoint haben da vorne, bitte, ja? Das ist so unfair. Du berührst einen Gegner mit einer Faser deines Körpers. Ja? Die kannst du mit kleinen Zeh berühren, mit einer Haarsträhne, sofort Akku weg. Ich meine, wie behindert ist das bitte? So, scheiß doch auf die Kisten, können mich mal komplett am Arsch lecken. Ernsthaft jetzt. So, wow, ich habe ein Extra-Limb bekommen, weiß nicht mal warum. Wie das aussieht, wenn sie rumwirbelt, ne? Ganz komisch. So, bitte. Die ist vorhin schon wieder abgerutscht, diese dumme Bitch. Ah. So, jetzt ist doch aber hier oben, glaube ich, das dritte... Jawohl, so, Bonus-Time. Was ist eigentlich, wenn ich das mit ihr mache? Kommt dann sie auch? Also, kommt dann hier auch trotzdem diese Torna? Nein. Weil ich es nicht schaffe. Mann, spring mal richtig, du dumme Kuh! Mann, diese Bonus-Level sind auch scheiße! Die Sprungphysik ist doch voll bescheuert! Du sollst eine scheiß verfickte Arschloch-Krüppelkiste nach der anderen bumsen! Genau so! Aber dann weiterspringen, ne? Meine ganzen Wumperfrüchte! Das Schöne ist... Man verbraucht keine Leben. In Bonusabschnitten verbraucht man keine Leben. Da steht sogar extra im Ladebildschirm drin. Kann man so oft machen, wie man will. So, scheiß doch drauf, ob ich jetzt hier alle Kisten zerbreche oder nicht. Mir ist völlig egal. Doch, sie ist trotzdem da. Und hey! Ich hasse dieses Spiel. Das ist so scheiße. Die können nichts richtig programmieren, diese Affen. Der programmiert ist so ein Spastenspiel, ernsthaft, das ist das. Und vor allem, bitte Leute, das müsst ihr euch auf der Zunge zergehen lassen, das Spiel ist ab 6. Das ist ab 6 Jahren freigegeben, ab 6 Jahren. Welcher 6-Jährige kann denn so ein Scheißspiel durchspielen, ist ja viel zu schwer. Jetzt ist die schon wieder abgerutscht, du dumme Sau! Ich sag mal, das gibt's, du willst mich doch verarschen, Bitch. Hätte ich auch gleich Crash nehmen können. Du bist nicht viel besser als dein Bruder, weißt du das? Hier, boom, 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 boom. Sag mal, wieso? Arme das Sicken! Jetzt, das gibt's doch nicht! Ich will diesen scheiß Level jetzt mal schaffen hier! Jetzt geh dich doch mal ficken! Das Spiel macht einen aggressiv, Leute! Das macht aggressiv! Das ist doch nicht normal.
So, gib mir diese scheiß Extra-Leben, du Fotze. Und verpiss dich, scheiß auf die Kisten, leck mich doch am Arsch, das Spiel ist behindert. Das ist einfach der größte Dreck. Nein, sorry, so jetzt kommt diese scheiß Kackstelle gleich. Die kommt jetzt gleich. Achtung. So, gleich kommt die Stelle, wo ich alle Leben verloren hatte im letzten Part. Und zwar genau hier. Diese scheiß verdammte Missgeburt da drüben. Was stehst du da auch so behindert rum? Kannst du nicht einfach weggehen? So. Ich Trottel habe immer geglaubt, ich muss da reinwirbeln in dieses Dreckstür. Aber nein, ich muss halt drauf springen. Das konnte ich doch nicht wissen! So, und was machst du jetzt auch? Jetzt springst du da weiter und... Ja, genau, töte mich, du... Da war das Ziel! Ja, jetzt krieg ich wieder Akku, siehst du? Hey! Was war das denn schon wieder? Was ist das für eine scheiß behinderte Brücke? Du sollst dich nicht um dich selber drehen, du komische Konstruktion eines Hurensohns. Wer baut denn so eine Scheiße überhaupt? Welcher Level-Designer ist so bekloppt? So, hopp, und jetzt... Ja, jetzt ist... Ich geb dir... So, spring weiter, du blöde Missgeburt da vorne, oder sonst zerfick ich dich. Und fick der Fotz. Ah ja, so scheiße. Da ist keine Wumperfrüchte. Ich brauch Beruhigungstablett. Alter, 37 von 2. Alter, die kriegt jetzt sowas von Kopfschmerzen gleich, weil die erfahren ja auch alle Kisten auf dem Kopf, die ich nicht habe. So, Level geschafft, leck mich am Arsch. Mann, war das scheiße. Das war der behindertste, schwerste Level bis jetzt. Und Alter, oh, tut das weh. Da schützt dich der Laptop auch nicht davor. Oh, Alter, das ist so gemein. Alter, das arme Mädchen ist ja schon fast tot. Alter. Oh, weia. Ich glaube, da reicht eine Aspirin und ein Pflaster, hä? Huh? 45 Kisten. Na und? Leck mich am Arsch! 45 Kisten vergessen. Na und? So, komm, jetzt machen wir wieder mit Crash weiter. Tempelruins. Tempelruinen. Okay, gut, meinetwegen. Ey, wie gesagt, ich scheiß auf diese Kisten. Das ist mir so egal. Das ist mir echt so egal. Ich habe nie gesagt, dass ich 100% mache. Und das kann man auch gar nicht schaffen, verdammt. Wenn man das Spiel blind spielt, das kann man nicht schaffen. Das ist unmöglich. Das ist einfach viel zu heftig, viel zu schwer. Bei welcher Trottel hat das programmiert? Ja, ganz einfach. Die ursprünglichen Entwickler von Crash Bandicoot sind keine geringeren als die Typen von Naughty Dog. Und wir wissen ja, wer das ist. Naughty Dog hat auch Jack und Dexter gemacht. Es ist ja kein Wunder, diese Trottel können nämlich keinen vernünftigen Schwierigkeitsgrad in ihre Spiele einbauen. Die machen ihre Spiele immer viel zu schwer. Ich habe diese Speere jetzt gerade gar nicht gesehen und auch nicht, dass das runterfällt. Danke. Der Level ist auch scheiße. Fängt das schon wieder super an. Crash! Wer macht hier diese scheiß Speere rein? So, spring einfach, du Trottel. Du hirnloses Bandicoot. Beuteldachs, ey. Na, ich komm da nicht mehr zum Stehen! Mann, macht das Spiel aggressiv! Das ist doch der letzte Scheiß hier! Und da ist aber noch so viel offen! Es kommen doch noch so viele Level, wir sind gerade mal auf Insel 2. Ich habe gar keine Ahnung, wie viele Inseln es überhaupt gibt. Gibt es 4 oder 5 Inseln? So, ganz ruhig, jetzt spring einfach und spring direkt weiter und spring direkt weiter und hol dir das Leben. So, ich brauche die Leben. Meine Fresse, ist das Spiel scheiße oder was? Nur weil ich so scheiße bin, ich gebe es ja zu, aber ich kann es einfach nicht besser. Das ist ja nicht normal. Er ist schon wieder abgerutscht. Diese Sprungphysik ist... Hey, du scheiß Kobra! Hallo? Ich sag mal, willst du mich jetzt natzen, du Hurenviech? Du drecksverdammte Missgeburt? Er hat zweimal von der scheiß Schlange zu Tode gebissen. Ich glaube, es hakt. Ich finde, in dem Spiel rutscht man auch viel zu schnell ab. Was ist das für eine behinderte Sprungphysik? Die Plattformen sind einfach viel zu klein. Welcher Mongo hat das gemacht? Und oh oh. Komm schon wieder Fledermäuse. Oh, da geh dich einfach mal ficken.
Ich will einen Akku-Akku haben, verdammt. Und wehe, ich werde jetzt hier von diesen... Der Wand zerquetscht, Alter. So, was ist das da? So, das sind wieder... Vorsicht! Spinne, pfui! Ekelhaft! Spinnen, ich hasse Spinnen. In jedem Videospiel, wo es Spinnen gibt, die sind einfach nur ekelhaft. Die sind widerlich, absolut widerlich sind die. So. Ach du meine Fresse, was soll das denn jetzt hier wieder? So, ist da drüben was? Sieht so komisch aus, aber nee, da brennt ja nur ständig Feuer. Also, ist eigentlich eher Quatsch. Oh, huhu. Ich meine, Level-Design an sich gefällt mir ja schon, aber die sind einfach teilweise viel zu knackig, die Level. Für das, dass wir noch... Ja, jetzt kommt hier schon wieder so eine Dreckskobra. Kann da nicht ein Speer mal die Schlange bitte aufspießen, hä? Nö. Wieso? Schlange am Spieß, wisst ihr? Er ist schon wieder nicht richtig gesprungen. Ey, das gibt es nicht! Mann! Fick dich mal, du... Ich habe schon wieder nur mehr ein Leben. Das ist nicht zu fassen. Ich brauche mehr extra Leben und ich will einen Akku-Akku haben. Wieso kriegt man in diesem Scheißspiel auch immer so selten ein? Das ist doch zum Kotzen. Ja, nö. Der Hurensohn ist zu behindert zum Springen. Und jetzt geh dich doch mal ficken. Ich habe schon wieder null Leben, Leute. Ich habe null arschgefickte Kackleben. Kein einziges extra Leben mehr übrig. Und der Hurensohn ist zu behindert zum Springen. Spring einfach! Du sollst springen! Ich kann nicht mehr als diese verfickte Kacktaste drücken! Wenn er zu behindert ist zum Springen und stimmt mit dem Spiel was nicht, dann gehört das gepatcht! Das soll denn der Dreck? Ich schaff den Level doch eh nicht! Dann kann ich den Part eh gleich wieder beenden. Dann habe ich einen einzigen Scheiß-Level in einem einzigen Scheiß-Part geschafft! Game over.